Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Sommer gibt gerade noch mal richtig Gas, aber ich möchte euch trotzdem heute meine Herbstkerzensammlung zeigen. Ich hatte ja erst vor 2-3 Wochen die Sommerkerzen gezeigt und hatte euch da auch gefragt, ob noch mal Interesse besteht an meinen Herbstkerzen, weil ich die ja im letzten Jahr schon mal gezeigt hatte. Und ja, das Feedback war sehr positiv von euch. Viele wollten oder haben mir geschrieben, sie wollen die Herbstkerzen nochmal sehen. Und ja, ich muss dazu sagen, mir ist dann aufgefallen, dass es letztes Jahr noch gar kein Herbstkerzenvideo gab, sondern ich habe tatsächlich wirklich erst im Winter angefangen mit meiner Sammlung. Das heißt, das Video ja, kommt so oder so, aber ist echt cool, dass ihr es auf jeden Fall sehen wolltet und danke für euer Feedback. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meiner Kerzensammlung für den Herbst. Es sind 25 Gläser, die ich euch jetzt zeigen möchte, also nehmt euch ein bisschen Zeit. Und ja, ich lege dann direkt los. Ich fange dann mal an mit einem Duft, der wahrscheinlich für viele von euch nicht unbedingt in den Herbst gehört, sondern ich denke eher in den Sommer. Und zwar geht es um den Mango Peach Salsa. Der ist aber irgendwie für mich in den Herbst gerutscht, einfach durch die Farbe. Ich hatte dann vor, ich glaube 2 Jahre ist das schon her, ich muss mal gerade gucken, ja, 2 Jahre hatte ich den neu und ich hatte meine Herbstdeko auf dem Tisch stehen, meine Schale, wo ich dann immer die Hauswarmer reinstelle und die war so schön dekoriert mit Kürbissen und Blättern und alles in den Farben, so orange und gelb und ein bisschen grün noch so. Und irgendwie hat er halt super farblich da reingepasst und seitdem ist er für mich so ein, ja, so ein Spätsommer-Anfang-Herbstduft. Also ich würde den jetzt wahrscheinlich nicht im November brennen lassen, so Richtung Weihnachten hindern, aber jetzt nochmal so Ende August, Anfang September, so darum geht er definitiv. Oder auch nochmal im Oktober, man hat ja auch oft im Herbst nochmal so diese fruchtigen Apfeldüfte und so. Und ich finde, der Mango Peach Salsa, also für mich passt der super auch noch in diese Zeit. Und ja, der riecht einfach nur lecker, eben nach dem, was draufsteht. Und ich will ja jetzt auch gar nicht so genau auf die Duftbeschreibung eingehen. Ich möchte euch ja nur meine Sammlung zeigen. Genau, deswegen erkläre ich euch da immer ein bisschen was zu. Ihr kennt das ja schon. Und ja, deswegen gehört der für mich mit in den Herbst, weil es einfach für mich eine Herbsterinnerung ist von vor 2 Jahren. Und ja, der ist ja auch aus dem Sortiment. Und glaube ich, ja doch, ich meine, der wäre aus dem Sortiment und das ist schade, aber ich habe ja noch relativ viel. Ich brauche den sparsam auf. Ebenso geht es weiter mit dem zweiten Duft und zwar ist das hier der Cranberry Pear. Ist genau dasselbe Spiel. Das ist wahrscheinlich auch eher ein, ja, für die meisten ein Sommerduft, weil er einfach, oh, der ist so extrem, ich liebe diesen Duft. Ich muss den unbedingt mal wieder anzünden. Der ist ja auch so extrem fruchtig, süß, Birne, Cranberry, also ah, der ist so toll und der brennt auch super ab, seht ihr? Da ist fast nichts irgendwie, der poolt ganz toll und auch der ist aus dem Sortiment und voll schade. Ich mag den super gerne, der ist so schön fruchtig und eben auch dasselbe wie jetzt bei dem Mango Peach Salsa. Das ist für mich nochmal so ein ja, Spätsommer, Anfang Herbstduft und deswegen ist der jetzt mit hier in diese Kategorie reingekommen. Dann geht es weiter mit, für mich, den klassischen Herbstdüften. Und zwar fange ich jetzt erstmal an mit meiner ja, Pumpkin Spice Sammlung, sage ich jetzt mal. Viele von euch wissen ja, dass ich total gerne den Geruch und auch den Geschmack mag von Pumpkin Spice. Und deswegen habe ich total viele Herbstkerzen, die eben in den Bereich Pumpkin fallen. Und ich fange jetzt mal an mit dem Standard Pumpkin Duft meiner Meinung nach. Und zwar ist das der Spiced Pumpkin. Den gibt es, glaube ich, hier, ich glaube, viele von den Pumpkin-Düften gibt es gar nicht so hier in Deutschland. Den hatte ich mal auf der UK-Seite bestellt vor einem Jahr oder auch schon 2, ja, das 2017er Gussjahr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wie ihr seht, ist der noch ungebrannt, weil ich Tarts hatte von Spice Pumpkin, die ich jetzt erstmal aufgebraucht habe und der ist deswegen noch, ja, noch nagelneu, aber der wird auch demnächst. Also ich habe mir echt vorgenommen, ich will viele Gläser jetzt endlich auch mal testen, die noch ungebrannt sind, auch wenn es mir teilweise schwerfällt, aber ja, dafür sind sie da.
Und der Spice Pumpkin, der ist auch so ein toller Duft. Ich liebe ja dieses Würzige im Herbst, Winter. So einfach dieses mit viel Zimt und Nelke. Und das ist da alles so ein bisschen mit drin, zusammen mit dem Pumpkin-Duft. Und ach, ich liebe es einfach. Der ist auch warm, so, so toll. Und ja, genau. Der gehört auch in meine Sammlung. Als nächstes kommt dann der, ja, meiner Meinung nach nächste klassische Duft. Und zwar ist das der Apple Pumpkin. Die hatte ich zusammen damals in UK bestellt. Und von dem Apple Pumpkin habe ich auch Tarts gehabt. Beziehungsweise habe ich auch noch ein anderes Glas. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Das ist ein Tumbler, ja, so eine Säulenkerze. Und die hatte ich damals in den USA gekauft, als ich dort im Urlaub war. Da gab es die im Outlet. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube für $7 oder so. Das heißt, ich habe 2 Gläser von Apple Pumpkin und ich hatte auch da noch Tarts von gehabt, die ich jetzt aufgebraucht habe. Und der riecht halt einfach mega auch nach Apfel. Und wie ihr wisst, vielleicht bin ich ja nicht so dieser Apfelfan. Ich mag nicht so gerne warmen Apfel. Aber bei dem geht es eigentlich ganz gut durch diese anderen Noten, die da noch mit drin sind. Ich habe nachher auch noch einen, da komme ich dann auch noch mal zu. Aber den mag ich eigentlich ganz gerne. Und ja, auch der ist noch neu, aber wird auch demnächst abgefangen. Ich finde auch das Label super schön. Ich mag das mit diesen Kürbissen und dem Apfel. Und das sieht einfach so schön herbstlich aus. Auch bei dem Spiced Pumpkin. Ich mag die super gerne beide. Dann geht es weiter mit dem dritten im Bunde. Den hatte ich auch zusammen bestellt, also alle drei. Und zwar ist es hier der Pumpkin Pie. Der hatte mich am allermeisten interessiert von den drei, weil ich ja doch eher so diese merkurigen Düfte gerne mag, anstatt einfach nur so reiner Pumpkin. Und der ist halt wirklich ein Träumchen. Also der ist echt, ich habe da damals dran gerochen und der hat ja hier dieses wunderschöne Label auch mit dem Kuchen drauf. Und ich finde das so schön, ich würde den so gerne essen. Ich liebe Kürbiskuchen. Und das riecht auch so nach diesen ganzen Gewürzen, nach Zimt, Nelken und sowas. Aber der hat halt auch noch eben diese gebackene Note, dieses Teigige mit Butter und Zucker und ach, der ist so toll. Und auch von dem habe ich jetzt einen Tart aufgebraucht erstmal. Und ja, die Katzen sind auch wieder dabei. Genau, und da habe ich jetzt auch einen Tart aufgebraucht und der darf dann auch demnächst mal dran glauben. Als nächstes habe ich noch einen Duft aus dem letzten Jahr und zwar ist das der Luscious Pumpkin Trifle. Den gab es letztes Jahr in einer Limited Edition, meine ich, im Herbst. Und der ist auch ganz, ganz toll. Der hat auch so ein schönes Label. Das ist übrigens eine umgetopfte Kerze. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich hatte den unter anderem letztes Jahr als Bruchkerze erhalten und genau, der ist umgetopft, aber ja, der darf öfter brennen wie, oder durfte letztes Jahr, wie ihr seht. Und ich finde den auch ganz toll. Und der hat halt eben im Vergleich zu dem Pumpkin Pie hat der noch mal so eine viel vanilligere, cremigere Note. Und so sahnig, also der riecht mehr so, ja, nach eben nach einem Dessert und nicht nach einem Kuchen. Also da ist viel Sahne mit drin und das macht den halt noch mal ein bisschen leichter, noch ein bisschen süßer und auch den mag ich super gerne. Kommen wir zum nächsten Pumpkin Duft und der ist, glaube ich, schon 2 Jahre alt. Ja, ich glaube, auch den hatte ich bestellt mit den anderen Pumpkin Düften in UK. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Die Rede ist von Sugar Pumpkin Swirl. Den wollte ich damals unbedingt haben. Ich fand den so, so super interessant. Das Label so hübsch mit dem Kürbis, mit den Glitzersteinchen. Und das hat mich einfach total interessiert. Die Wachsfarbe gefällt mir nicht so gut, aber ich wollte den damals unbedingt haben. Und der ist halt auch wieder ein ganz anderer Duft. Die Pumpkin-Düfte sind alle so unterschiedlich und auch der ist super toll. Der ist mehr süßer als der Spice Pumpkin, also der hat auch eher was Würziges, jetzt nicht so wie der Pumpkin Pie oder, ne, also es ist nichts Kuriges oder Sahniges dran, sondern der hat jetzt halt wieder so dieses, wie der Spice Pumpkin, nur viel süßer, viel mehr Zucker mit drin. Oh, der riecht auch so, so lecker. Da riecht man richtig die Vanille noch raus, also auch der super toll. Ich liebe einfach Pumpkin-Düfte.
Und dann kommen wir zum letzten Pumpkin-Duft, glaube ich. Ich hoffe es. Das ist aber jetzt ein ganz anderer Pumpkin-Duft als die vorherigen. Und zwar geht es um den Blue Twilight Storm. Auch der ist eine Bruchkerze gewesen. Ihr seht es, ne? Der ist umgetopft. Der sieht ganz, ganz furchtbar aus. Aber ich habe den ja nochmal. Ich habe die ja nochmal nachgeschickt bekommen. Ja, der brennt auch nicht so. Den hatte ich jetzt die letzten Tage hier brennen. Der poolt nicht so gut, weil ich den beim Umtopfen, ich habe es einfach nicht geschafft. Der Docht ist nicht ganz mittig, aber das macht alles nichts. Und ja, duftet trotzdem sehr gut. Es ist halt, wie gesagt, ein ganz anderer Duft. Also das hat mit Pumpkin rein gar nichts zu tun. Da sind halt eben nur die Kürbisse auf dem Label. Ich hoffe, man kann das erkennen durch dieses ja, total verkrumpelte Label. Ja, da ist ein Kürbisfeld drauf mit einem Sturm im Hintergrund oder mit so Gewitterwolken. Und ich finde es einfach, ja, richtig schön. Und der riecht halt auch total, also es ist auch ein Fresh-Duft, der riecht total nach Männerparfüm, Männerduschgel, da ist sowas richtig Frisches drin. Und das hat mit Kürbis rein gar nichts zu tun. Aber trotzdem finde ich den eigentlich ganz nett. Ich würde ihn jetzt nicht nochmal nachkaufen. Vor allem habe ich ja auch noch ein Glas davon. Aber ja, der hat halt mit den anderen, mit den würzigen Pumpkin-Düften nichts zu tun, die ich halt so gerne mag. Ja, dann habe ich doch noch einen Pumpkin-Duft. Den habe ich total übersehen gerade, aber ist ja kein Problem. Und zwar ist es hier der Moonbeams on Pumpkins. Wie ihr seht, der hat ja das US-Label. Den habe ich mir damals auch. Wo habe ich mir den bestellt? Ich glaube bei Duft und Raum in der US-Kategorie. Weil den gab es ja hier leider nicht. Und ich wollte den unbedingt, weil ich das Label so schön fand. Leider, leider sind die schmalen Label halt ja nicht ganz so schön. Ich mag ja lieber die breiten Label und da ist auch das ein bisschen schöner. Da sieht man die Kürbisse besser, aber man sieht es auch, glaube ich, so ganz gut. Da sind einfach so ein paar hübsche Kürbisse drauf. Sieht so ein bisschen aus wie bei Nacht, auch durch dieses dunkelblaue Wachs. Und der hat halt auch einen ganz besonderen Duft. Das ist wieder so schwierig zu beschreiben. Der riecht ähnlich wie der Spice Pumpkin. Der ist irgendwie so eine Mischung. Der hat irgendwie was von dem Spice Pumpkin, aber auch von dem Sugar Pumpkin Swirl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Der ist auf jeden Fall pappsüß, meiner Meinung nach. Hat viel Zucker, viel Vanille drin. Man sieht es ja auch immer an den Deckeln. Ich sage das ja immer wieder, ne? Wenn die Deckel so leicht angeschlagen und gefrostet sind, dann ist da Vanilleanteil drin. Und ja, der hat vielleicht ein bisschen weniger auf diese Zimtnote. Aber ich mag den auch total gerne und auch davon hatte ich Tarts und deswegen ist das Glas noch neu. Aber auch der sollte demnächst mal, ja, ich würde sie gerne alle mal testen. Genau. Ja, das war es jetzt aber endgültig mit den Pumpkin-Düften, glaube ich. Hoffe ich. Nein, ist ja auch egal. Jetzt machen wir mal weiter mit den etwas frischeren Düften für den Herbst und da ist auch mein. Ja, einer meiner absoluten Lieblinge mit von den ganzen Herbstkerzen und zwar mit dem Autumn Glow. Das war ja die Herbstkollektion aus 2017. Das war mein absoluter Favorit seit langem mal wieder. Ich finde das, oh, der Duft ist so toll. Ich finde das Label wunderschön mit dem gelben Herbstblatt und den lilanen im Hintergrund. Das ist mal was ganz anderes gewesen. Ich fand das so hübsch mit dem dunkellila Wachs. Einfach total toll und ja, poolt jetzt nicht ganz so mega, aber das macht nichts. Ich finde die so klasse. Und wie viele von euch ja wissen, ist die so ein bisschen in die Richtung. Also, es ist soll oder viele sagen, das ist so eine Art Tube zu dem Parfüm Alien. Und finde ich auf jeden Fall auch. Ich habe auch Alien hier und das hat auf jeden Fall schon was Ähnliches. Nur damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Es ist ein sehr, sehr weiblicher, parfümiger Duft und ich mag es super gerne. Und ja, auch die wird demnächst hier mal wieder brennen dürfen, weil es ist einfach, oh, toll. Dann machen wir weiter mit dem Herbstduft aus 2018. Da gab es ja letztes Jahr von Yankee Candle nur einen einzigen Duft in der Herbstkollektion und zwar war das hier der Autumn Pearl. Und den hatte ich mir damals bestellt, weil ich irgendwie mir dachte, naja, ist nur ein Duft in der Herbstkollektion und normalerweise bin ich ja immer so ein bisschen. Ja, wenn eine neue Kollektion rauskommt, dass ich immer denke, ich muss alle vier Düfte kaufen und da es halt eben jetzt nur einer war, habe ich den bestellt. Aber der ist leider überhaupt nicht so mein Fall. Der ist sehr
Frisch, er ist in Ordnung. Also es ist auch ein frischer Duft. Das Label ist auch total schön mit dieser. Ich finde, also für mich sieht das aus wie Federn mit einem Wassertropfen obendrauf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Pflanze sein soll oder ob das wirklich Federn sein sollen. Also für mich ist das eine Feder. Und ja, sieht sehr schön aus. Aber der Duft ist halt ähnlich wie Snow in Love, finde ich. Da ist so ein bisschen was mit drin, wer den kennt. Er hat halt so was Pudriges, Leichtes. Der Duft ist auch nicht sehr intensiv. Und ja, den würde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Aber ist halt jetzt da und wird aufgebraucht. Und ja, auch der ist in meiner Sammlung. Als nächstes machen wir weiter mit einem, ja, auch einem frischen Duft. Und zwar ist es hier der Autumn Dusk. Den hatte ich auch damals in UK bestellt. Und einfach nur auch, weil ich das Label so wunderschön finde mit den. Mit dem Nebel und den Bäumen und dem Sonnenuntergang und finde ich echt ganz hübsch. Und das ist so eine richtig schöne Herbststimmung auf dem Bild. Dunkelrotes Wachs, ihr seht's. Und ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten kann oder wie der Duft riechen würde. Und auch der ist kalt nicht so mein Fall. Der ist auch sehr, ja, der ist so eine Mischung aus frisch. Hat aber auch irgendwie so ein paar Noten drin. Ich meine da auch sowas wie Nelken rauszuriechen. Also ich bin mir da noch relativ unsicher. Der hat so ein bisschen was würzig-rauchiges mit drin. Aber auch was Vanilliges. Also es ist schwer zu beschreiben. Also der ist ganz schwierig. Und da bin ich auch mal super gespannt, den warm zu testen. Das werde ich auch. Ich habe es mir echt vorgenommen, jetzt im Herbst mal ein bisschen mehr zu düfteln. Nachdem ich ja im Sommer eigentlich immer relativ wenige Düfte anhabe, ist ja jetzt der Herbst endlich wieder die Zeit und ja, ich möchte die Düfte alle endlich mal warm testen. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich es kann, wo ich nicht mehr denke, oh Gott, die Kerzen anzünden und die Sammlung aufbewahren und so. Nein, es wird jetzt aufgebraucht. Genauso habe ich mir dann auch bestellt gehabt, zusammen mit dem Autumn Dusk, glaube ich zumindest, den Warm Autumn Evening. Auch der ist wunderschön vom Label her. Auch nochmal so ein, ja, Sonnenuntergang, so richtig schöner Spätsommer, Anfang Herbsttag, so sieht es aus. Und der riecht auch wieder ganz anders, ist auch wieder ein Fresh-Duft und ja, auch der ist schwierig. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir der gefällt. Ich muss die unbedingt warm testen. Oh, ich kann den gar nicht beschreiben, der riecht sehr. Ich weiß gar nicht, ich kann gar keine Duftkomponenten rausschnuppern. Der riecht so auch irgendwie parfümig, aber nicht so, dass es mir gefallen würde. Nee, keine Ahnung, ich kann da echt sonst nichts rausschnuppern. Der riecht einfach nur irgendwie ein bisschen merkwürdig und ja, vielleicht auch so ein bisschen erdig, ich weiß es nicht. Ja, muss ich nochmal warm testen irgendwann. Dann habe ich noch einen Duft, der auch in die Kategorie Fresh fällt. Bevor wir dann wieder zu den Foodie-Düften kommen für den Herbst, habe ich noch einen frischen Duft und das ist einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Da musste ich mir noch ein Glas von sichern, weil der ist ja auch leider aus dem Sortiment und der ist so beliebt und es ist so, so schwer, da nochmal ranzukommen. Und die werden mittlerweile halt auch relativ hoch gehandelt und zwar ist die Rede von Honey Glow und ich liebe, liebe, liebe Honey Glow. Oh, der Duft ist so, so schön. Oh, ich liebe den. Ja, das Label ist auch so schön. Honey Glow war auch, muss ich dazu sagen, eine meiner allerersten Yankee Candles. Das war so der Beginn meiner Yankee Candle Zeit. Da hatte ich mir den gekauft. Ich weiß nicht mehr, die ersten waren ja so Christmas Cookie und Vanilla Cupcake und so. Und dann ging es auf den Herbst zu und dann hatte ich mir mit Honey Glow den Amber Moon bestellt, der aber nicht so ganz mein Fall war. Aber hier Honey Glow, das ist wirklich eine große Liebe geworden. Da habe ich auch schon mehrere Gläser verbraucht. Und ja, jetzt ist er ja leider aus dem Sortiment gegangen und ich verstehe das einfach nicht, warum. Der ist so, so schön. Oh, der riecht so toll. Und das Label ist so hübsch mit dem Baum und oh, ich liebe es. Und das weckt so viele Erinnerungen. Wenn ich daran rieche,
dann erinnere ich mich wieder an die Zeit vor einigen Jahren, wo ich dann im Herbst hier jeden Tag diesen Duft anhatte in meiner Wohnung und alles war so gemütlich und das war so ein schöner Herbst und das sind so tolle Erinnerungen an diesen Duft. Und der riecht einfach so toll, so, ja, so warm und so, ja, diesen Honig riecht man raus und er riecht aber auch so ein bisschen parfümig und, oh, das ist einfach, ja, ein absoluter Liebling von mir. Und ich habe mir jetzt nochmal, es gab die Tage, habe ich in einem Online-Shop, ich weiß gar nicht mehr, wie der Shop hieß, gab es Honeyglow-Votivkerzen für 2 Euro. Ich glaube, das war über Amazon. Ja, das war über Amazon. Gab es die für 2 Euro, die Votivkerzen. Und dann habe ich mir die bestellt. Und leider, leider, leider riechen die nicht mehr gut. Die sind leider schon etwas älter, logischerweise ist klar. Was mich dann auch wiederum dazu gebracht hat, definitiv in Zukunft meine Tarts und Votive allesamt aufzubrauchen. Da wird nichts mehr gesammelt von Gläser, okay, die halten sich jahrelang, die sind im Glas, die verlieren keinen Duft. Ich glaube, die werden vielleicht auch irgendwann mal ranzig oder so, aber das dauert, die sind geschlossen. Aber Tarts und Votive werde ich definitiv nicht mehr aufbewahren. Also, das hat keinen Sinn. Die werden über die Jahre einfach schlecht, die verlieren ihren Duft. Ich hatte jetzt ein Votiv von Honeyglow. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht einfach nicht sein soll, aber ich habe das in meine Schmelzlampe geworfen, weil ich einfach dachte, ich will es gerne schmelzen. Und das hat nur nach Wachs gerochen, so richtig wachsig und oh, es war einfach nur ekelhaft. Ich musste es dann ausmachen und das war kaum noch der schöne Honeyglow-Duft. Und ich werde jetzt eins von den Votiven mal abbrennen und gucken, ob es da anders ist. Aber ja, die sind leider nichts mehr und deswegen werde ich nichts mehr aufheben, alles verbrauchen, außer halt eben die Gläser. Aber auch das wird irgendwann angezündet, aber es fällt mir schwer. Der Duft ist wirklich so, 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 so toll. Ja, mein Liebling, Honeyglow. Zudem gibt es noch einen relativ ähnlichen Duft, den ich mir auch besorgt habe. Selbes Spiel, toller Duft, aus dem Sortiment, kaum noch zu bekommen. Und auch der ist total toll. Und zwar ist das der Honey and Spice. Den mag ich auch super gerne. Und der ist so ein bisschen auf den ersten Schnupperer. Riecht der ähnlich wie Honeyglow. Aber dann kommen natürlich noch die ganzen anderen Komponenten raus. Der riecht halt ähnlich durch diese Honigkomponente. Aber er hat halt eben auch diese Gewürze, da ist dann halt wirklich wieder Nelke mit drin und was ist hier noch drauf? Eine Zimtstange und Vanille und ja, Anis und es ist einfach so ein toller, würziger, warmer, weicher Duft, den ich auch super gerne mag und auch der ist leider aus dem Sortiment und ja, der kommt zwar nicht für mich persönlich an Honeyglow ran. Aber auch der ist echt ein super tolles Schätzchen in meiner Sammlung und der wird auch gehütet. Als nächstes möchte ich gern zu einem Duft kommen, der auch eigentlich im Herbst, was heißt gar nichts verloren hat, aber das ist auch ein Duft, der eigentlich in diese Kategorie nicht unbedingt reinfällt, aber für mich irgendwie dazugehört. Das ist auch eine seltene Kerze, die es so nicht mehr zu kaufen gibt. Ich habe da Gott sei Dank ein Schnäppchen, naja, was heißt ein Schnäppchen? Ich habe sie bekommen. Über Facebook damals gebraucht, die war schon gebrannt, was mir auch völlig egal ist, weil ich will sie ja auch abbrennen. Die hat Gusja 2011 und ich bin so, so froh, dass ich sie nochmal bekommen habe. Und zwar ist das die Oatmeal Cookie. Und die ist, glaube ich, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich glaube, dass auch ganz, ganz viele, ja, vielleicht auch Maggi-Nasen ein Problem haben. Wobei ich nicht finde, dass sie diesen typischen Maggi-Geruch hat. Ich mag die so unwahrscheinlich gerne. Das ist auch eine Erinnerungskerze für mich. Das ist einfach, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt in einem anderen Video. Meine Schwester hatte sich diese Kerze damals aus den USA mitgebracht, aus dem Urlaub, und hatte die dann eine ganze Weile, ich glaube, es war auch im Herbst, deswegen ist das so für mich diese Erinnerung, hatte die dann in ihrer Wohnung brennen und immer, wenn ich meine Schwester besucht habe, hat alles nach dem Oatmeal Cookie gerochen, sogar meine Klamotten, meine Haare, als ich nach Hause gekommen bin, meine ganzen Klamotten alle. Die war so intensiv, dass meine Klamotten und alles diesen Duft angenommen hatten. Und das ist halt eben so eine Erinnerung für mich und deswegen musste ich die haben. Und die riecht halt eben einfach ganz normal nach Haferkeksen. Ich rieche da auch noch irgendwie Rosine raus. Für mich ist da auch noch so ein Orangentouch mit drin. Und
Ja, sind halt eben hier, seht ihr die Kekse. Und deswegen musste die einfach in meine Sammlung. Als nächstes möchte ich dann mal zu der einzigen Goose Creek Kerze kommen in diesem Video. Alle anderen sind ja Yankee Candles. Ja, genau. Das ist die einzige Goose Creek Kerze, die ich jetzt hier in der Herbstkerzensammlung habe. Und auch die gehört eigentlich nicht wirklich in den Herbst, weil die geht auch, glaube ich, das ganze Jahr über. Aber für mich gehört die da halt einfach rein. Und zwar ist die Rede von meiner geliebten Carrot Cake. Ich hätte natürlich gerne irgendwann mal eine Yankee Candle Carrot Cake, aber die ist auch schwer zu bekommen oder halt eben diese hohen Preise, wo ich persönlich einfach nicht mehr bereit bin, das zu bezahlen für eine Kerze, die man abbrennen möchte. Und ich möchte aber auch nicht irgendwie die jetzt unter Wert irgendwo kaufen. Das ist ja auch klar und deswegen, ja, werde ich wohl nie eine Yankee Candle Carrot Cake besitzen. Aber die Goose Creek ist eine gute Alternative dazu. Die riecht sehr ähnlich und auch die ist super lecker. Die hat auch ja schon gebrannt und die riecht so, so lecker nach Kuchen, nach Zimt, nach diesem Zuckerguss obendrauf und oh, auch die ist sehr, sehr, sehr toll und ich liebe auch Karottenkuchen. Ich könnte den auch ständig essen und ja, deswegen musste die in meine Sammlung. Genau und ja, ach, die riecht so lecker. Die einzige Goose Creek in der Herbstkerzensammlung. Als nächstes habe ich eine Kerze von, ich gucke mal, 2017. Die habe ich mir damals online bestellt, auch bei Duft und Raum, glaube ich, zusammen mit der Moonbeams on Pumpkins. Es ist auch ein US-Label, weil es die hier in Deutschland so nicht gab. Und zwar ist das die Sweet Seduction. Die wollte ich unbedingt haben. Ich liebe ja Halloween und vor allem finde ich diesen Candy Corn-Look hier von diesem Cocktail total interessant. Ich fand das richtig hübsch, das Label. Katzenhaar drauf. Ja, fand ich richtig cool, wollte ich unbedingt haben. Und auch da wusste ich nicht, was mich erwartet, als ich den Duft bestellt habe. Und schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Der Deckel ist komplett gefrostet. Und auch das Glas hier oben ist total milchig. Was ja wieder für den Vanilleanteil in diesem Duft spricht. Und der riecht auch so, so lecker. Ich mag den super gerne. Zumindest kalt. Auch der wird warm. Irgendwann dran glauben müssen. Der riecht einfach so, so lecker nach Sahne auf jeden Fall. Ich kann gar nicht sagen, was da sonst noch so drin ist an Komponenten. Der könnte ein bisschen was Fruchtiges haben. Ich weiß nicht, was das Orange und das Gelbe sein soll. Ob das irgendein Saft oder irgendwie sowas ist in dem Cocktail. Irgendwas Fruchtiges. Der riecht auf jeden Fall ein bisschen fruchtig, sahnig und man riecht definitiv so eine leichte Alkoholnote, meiner Meinung nach. Zumindest kalt. Aber es stört mich nicht. Ich finde den, der riecht sehr, sehr süß und einfach nur lecker. Und ich bin sehr froh, dass ich ein Glas davon damals ergattern konnte. Und ja, auch der ist in meiner Sammlung. Weiter geht's mit einem Duft, den ich auch unbedingt haben musste damals. Ich glaube, der war sogar in Deutschland erhältlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe, aber ich musste den unbedingt haben. Und zwar den Maple Pancakes. Ich glaube, das war eine ganz normale LE gewesen. 2017 steht drauf, Gussjahr. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Jedenfalls wollte ich den unbedingt haben. Ich liebe Maple und der, oh, der ist so toll. Auch das ist vielleicht wieder ein Maggi-Kandidat für manche Maggi-Nasen, aber für mich definitiv nicht. Oh, der ist so toll, zumindest kalt. Der riecht so, so lecker nach Pancakes, nach diesem, ja, Ahornsirup. Der hat auch so diese Butternote, diese geschmolzene Butter mit. Oh, das ist so, so, so lecker. Der ist pappsüß und der erinnert mich daran, das hatte ich auch schon mal gepostet vor einer Weile. Der erinnert mich an meinen USA-Urlaub. Da war ich mal im Oktober und war zum Frühstück. Wie heißt das noch? Ich komme nicht drauf. Ich muss kurz nachdenken. Wie hieß das? Irgendwas mit Barrels? Ich komme nicht drauf. Schade. Ach Mann. Egal, ihr werdet sicher wissen. Wer es weiß, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Da kann man frühstücken gehen und da ist vorne dran ein Laden. Und ich war sehr überrascht damals, als wir da reingekommen sind und man erwartet ein Restaurant und kommt da rein und steht in einem Laden. Und ich denke mir so, hä, wir wollen doch essen gehen. Und nee, da ist dann vorne ein Laden und bis man dann zu seinem Tisch geführt wird, kann man da quasi shoppen gehen. Und ich finde das Konzept auch irgendwie richtig cool. Und die hatten halt eben unter anderem auch Yankee Candles. Da gibt es auch, ach, Cracker Barrel heißt.
Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ja, genau, Cracker Barrel heißt es, glaube ich. Und da gibt es auch unter anderem eine Limited Edition, nur dort, auch glaube ich mit Pancakes, aber ich weiß nicht, ob der Duft derselbe ist. Jedenfalls gab es da so viel Weihnachtskram. Wir waren, wie gesagt, im Oktober und da gab es so viel Weihnachtskram schon. Also man kommt da rein in den Laden und wird erschlagen von Weihnachtsdeko. Und ich denke so, hallo, es ist Oktober. Aber das war so cool da und alles mit Halloween-Deko und dann die Weihnachtsabteilung und da gab es eben auch Yankees und lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann dort frühstücken und habe mir Pancakes bestellt, Pumpkin Spice Pancakes eigentlich. Und die waren, ohne Witz, die waren einfach so groß und da war, keine Ahnung, drei oder vier Pancakes auf dem Teller und ich dachte, oh mein Gott. Und die haben aber insgesamt geschmeckt und das erinnert mich halt irgendwie daran und deswegen ist das auch ein Erinnerungsduft für mich. Einfach an diesen Urlaub und an die Pancakes, die ich bei Cracker Barrel gegessen habe. Als nächstes möchte ich gerne noch zu meinen zwei Lieblings-US-Düften kommen für den Herbst, die es leider, leider, leider in Deutschland auch so nicht gibt. Und das ist sehr schade. Ich kann die euch wirklich, wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, an US-Düfte zu kommen. Ich denke auch bei Duft und Raum oder auch anderen Anbietern, die US-Düfte im Sortiment haben, sollte man die auch ab und zu mal bekommen. Und ich liebe, liebe, liebe sie einfach. Ich habe mir die damals in dem gerade erwähnten USA-Urlaub mitgenommen, alle beide. Und seitdem habe ich mir, ich habe ja übrigens Verwandtschaft in den USA, die ich damals dort besucht habe. Und wenn die hierher kommen manchmal und uns besuchen, dann lasse ich mir US-Düfte mitbringen. Und letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr schon, ja, 2017, habe ich mir dann auch nochmal von meiner Cousine diese beiden Düfte eben mitbringen lassen, weil das eben genau die sind, die ich da so liebe und die es hier halt einfach nicht gibt, beziehungsweise halt eben nur online. Und die sind natürlich etwas teurer als in den USA. Egal, die Rede ist erstens mal hier von Autumn Wreath. Ich liebe diesen Duft. Und guckt mal, wie viel Duftöl der einfach hat. Der ganze Deckel ist voll mit Duftöl und ich glaube, ich habe es mir jetzt auch schön an die Nase geschmiert. Klar, die Label, das ist ja das ewige, leidige Thema, sind nicht so schön, diese schmalen. Der Kranz wäre bestimmt auf dem breiten Label etwas hübscher. Ich weiß es nicht, man würde vielleicht mehr sehen. Oh, aber der Duft ist so, so toll. Ich liebe den. Beziehungsweise ist der Platz 2 von den beiden Lieblingsdüften. Den anderen liebe ich noch mehr, aber das zeige ich euch gleich. Ja, der Autumn Wreath. Der ist auch sehr, ja, wie soll ich sagen, würzig. Der riecht aber auch so nach diesen, ich würde sagen, getrockneten Blumen, nach so ein bisschen, ja, nicht Heu, aber so in diese Richtung, so einfach nach getrockneten Pflanzen. Der hat aber auch eine mega Zimtnote, was ich super mag. Und ich kann das gar nicht so zusammenfassen. Der riecht einfach so mega würzig, würzig warm und einfach so, das ist so mit der typische Herbstduft. Meiner Meinung nach, der fasst alles zusammen, was viele eigentlich schon in die Weihnachtszeit sich denken. Das ist ja oft so bei den Herbstdüften. Ich habe das auch ganz oft, wenn die Herbstdüfte bei mir hier an sind und dass Kundinnen hier reinkommen und sagen, boah, bei dir riecht schon wie Weihnachten und ob es nicht ein bisschen früh ist. Und ich denke mir so, ja, da ist Zimt drin in meiner Herbstkerze, aber das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Aber das ist halt oft so der Fall. Und deswegen zeige ich euch jetzt gleich die Nummer 2. Und zwar ist das wirklich mein All-Time-Favorite-Herbstduft. Ich liebe ihn. Und zwar Harvest. So, so schade, dass man den hier nicht bekommt. Ich hätte den so gerne mit dem breiten Label. Aber gut, das tut ja an dem Duft nichts zur Sache. Und der ist meine Nummer 1 von den beiden. Oh, der ist so toll. Der hat halt so richtige Zimtnote. Der hat so diese Zimtnote von diesen Big Red-Kaugummis. So richtig beißender, scharfer Zimt. Oh, ich liebe es. Der hat halt eben auch noch so diese Maisnote, die schon fast so ein bisschen an Popcorn erinnert. Oh, ich liebe es. Das riecht quasi fast so wie Popcorn mit Zimt. Oh, ich finde den so klasse. Ich liebe einfach Zimtdüfte. Ich könnte mich da reinlegen. Oh, den werde ich mir auch immer, immer wieder nachkaufen. Ich hoffe, dass ich den auch immer wieder bekomme. Der ist, glaube ich, dieses Jahr im Herbst nicht offiziell zu bekommen.
Ich weiß es aber nicht genau, da ich ja nicht in den USA war, aber angeblich ist der dieses Jahr nicht zu bekommen. Ich hoffe nicht, dass der aus dem Sortiment geht, das wäre ein Albtraum. Dann habe ich noch zwei fruchtige Düfte für euch, die beide Apfel beinhalten. Und einmal ist das hier der Honeycrisp Apple Cider, den kennen vielleicht auch schon einige von euch, der ist ja auch schon etwas älter. Ich weiß gar nicht, hier steht gar kein Gussjahr drauf, das Label ist überklebt. Ich muss gerade mal gucken, ob ich es durchsehen kann. Ich glaube aber, nee, ich kann es nicht lesen. Kann ich leider nicht sehen. Ist jedenfalls, ist wurscht. War auch eine, war das eine Limited Edition oder ein US-Duft? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und den hatte ich als Tarte und habe den am Tarte gerochen und wollte unbedingt sofort diesen Duft, weil dieser Apfelduft ist einfach nur unfassbar schön. Ich mag ja, wie gesagt, keine Apfeldüfte so gerne. Aber das ist so ein knackiger gelber Apfel, würde ich sagen. So ein richtig süßer, man riecht den Honig raus. Oh, es ist einfach ein Träumchen. Und der hat jetzt nicht so, finde ich, eine Alkoholnote. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mit Alkohol sein muss. Ich meine, klar, Cider ist mit Alkohol, aber oh, der riecht so, so lecker. Wie so ein Apfelsaft. Ja, den fand ich auch ganz toll. Der musste unbedingt in die Sammlung. Und ich mag das, der glitzert so hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der glitzert so ein bisschen. Ich finde den ganz, ganz toll. Ja, genau. Auch der gehört in meine Sammlung. Und dann kommen wir zu den letzten drei Gläsern. Ich habe es ja schon mal vorweggenommen. Auch der nächste ist ein Apfelduft und viele von euch dürften den auch aktuell vielleicht schon kennen. Das ist mein einziges mittleres Glas jetzt in dieser Sammlung und zwar ist das der Cider House und zwar aus der aktuellen Herbstkollektion aus der Farmers Market. Die ist ja jetzt erst erschienen vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen. Und ich habe die ja ausgiebig in Tartform getestet und mir daraufhin das Glas gekauft. Mir reicht es, da ich ja, wie erwähnt, kein großer Apfelduft-Fan bin, aber der Cider House doch ein ganz, ganz toller Duft ist. Der ist ja auch super gehypt. Ich glaube, der war auch teilweise zwischendurch schon ausverkauft gewesen in manchen Shops. Und der hat halt so richtig diese süße rote Apfelnote. Und der riecht ganz anders als der Honeycrisp Apple Cider. Der riecht so viel süßer, etwas künstlicher meiner Meinung nach. Also so dieser künstliche Apfelduft eher. Ja, wie so ein Zuckerapfel, so ein, ne, so ein, wie heißen die, Candied Apple. Und der hat nicht so diese Gewürze. Der hat für mich, das ist wahrscheinlich totale Einbildung, das gibt es ja auch öfter mal bei Kirschstiften. Der hat für mich eine ganz, ganz, ganz leichte Marzipannote, aber wahrscheinlich nur für mich. Und irgendwie mag ich das, dieses Apfel mit diesem, ja, marzipanigem, mit diesem süßen, mit diesem künstlichen Duft. Und den fand ich ganz cool, auch warm. Aber da hat mir eben ein mittleres Glas gereicht und deswegen habe ich mir von Cider House nur ein mittleres Glas bestellt. Dann kommen wir zum vorletzten Duft und auch der ist aus der aktuellen Farmers Market Collection und zwar ist das der Golden Chestnut. Auch der ist ein neuer, ja, Favorit fast von mir geworden. Ich habe den getestet, auch als Tarte und fand den einfach nur super angenehm. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll von diesem Duft, weil ich bin kein Kastanienfan, also ich mag die nicht essen und ja, ich weiß nicht. Deswegen habe ich lange, lange überlegt, ob das was für mich ist. Aber der hat sich auch warm so schön gemacht hier in meinem Wohnzimmer. Das war so angenehm mit diesem sanften, ich würde auch fast sagen Honigduft. Ich weiß gar nicht, ob da Honig drin ist, aber mit diesem, dieser sanfte, würzig, warme Duft. Einfach so toll, dass ich das. Ich musste den einfach in einem Glas haben. Und ja, ich guckt mal euch mal diese Maserung an. Ich finde das total faszinierend. Ich weiß nicht, was da passiert ist mit dem Glas. Der ist jetzt nicht verfärbt oder so, aber der ist unten einfach viel heller, was ich gar nicht schlimm finde. Ich finde das total hübsch. Aber ich wollte es euch nur mal zeigen. Ich finde es total strange. Hier sieht man auch total das Duftöl. Ich finde es irgendwie interessant, aber mir macht das überhaupt nichts aus. Auch hier oben ist es ein bisschen heller.
Ich denke, das liegt einfach an der Verarbeitung oder so, aber wie gesagt, das macht mir nichts. Genau, deswegen durfte der auch mit in meine Sammlung einziehen. Ja, meine Lieben, dann kommen wir zum allerletzten Duft meiner Herbstkerzensammlung und der ist ein bisschen was Besonderes für mich, denn ich habe tatsächlich einen neuen Liebling gefunden und deswegen musste der unbedingt Teil meiner Sammlung werden. Auch dieser Duft ist aus der aktuellen Farmers Market Kollektion und ihr könnt es euch jetzt vielleicht schon denken und zwar geht es um den Sweet Maple Chai. Und ich sag's euch, mal abgesehen von dem Label, dass ich den echt gerne jetzt sofort trinken würde. Der sieht so lecker aus mit der Sahne obendrauf und dem Sirup und wie das da so runterläuft. Und ja, ich habe den auch als Tart getestet und das ist wirklich eine ganz, ganz große Liebe geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, würde mich mal stark interessieren, weil ich glaube, dass auch bei diesem Duft wieder viele Probleme damit haben. Ich weiß nicht, ob ihr da Maggi riecht oder ob das einfach nur so nichts für euch ist, aber oh, der ist so, so toll. Ich muss den mal kurz vergleichen mit dem Maple Pancakes. Okay. Ja. Der Maple Pancakes hat viel mehr Zimt, viel mehr buttrige Noten. Viel teigiger als der Sweet Maple Chai. Der ist halt wirklich, da riecht man Milch, man riecht die Gewürze, man riecht den Kaffee und einfach den Ahornsirup. Oh, der ist so, so toll. Das ist mal wieder so ein richtig schöner, ja, ich sag jetzt mal Kaffeeduft, wie ich mir schon lange mal gewünscht habe. Also nach Kaffee al fresco definitiv auch ein ganz, ganz toller Duft in diese Richtung. Und der war so intensiv im Tart. Der hat hier meine ganze Bude bedüftelt, wie es eigentlich vorher nur der Oatmeal Cookie geschafft hat, dass so wirklich auch die Kleidung und die Haare, die den Duft annehmen. Oh, der war so intensiv als Tart und ich hoffe, dass der auch im Glas intensiv ist. Ich finde ihn so, so klasse. Das ist einer wirklich der besten Düfte, finde ich, den Yankee Candle jetzt seit langem mal wieder rausgebracht hat. Ich hatte ja mit dem, wie hieß er noch, Belgian Waffles, auch ja kalt dieses Gefühl, dass ich dachte, das könnte ein Lieblingsduft von mir werden. Aber warm war der ja ganz furchtbar. Ich habe ja Kopfschmerzen bekommen. Der war so intensiv und so richtig aufdringlich, dass es irgendwie nicht ging, dass es doch leider keine Liebe wurde zwischen uns. Aber der Sweet Maple Chai hat es definitiv geschafft. Und ja, der ist definitiv jetzt eine große Liebe geworden. Ja, ihr Lieben, das war's mit meiner Herbstkerzensammlung. Ist ja auch lang genug jetzt wieder geworden, das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine 25 Düfte für den Herbst. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich habe echt lange überlegt und geguckt. Meine Frage an euch wäre jetzt noch, mir ist aufgefallen, dass ich, glaube ich, in dem ganzen Jahr, ich habe euch ja jetzt, ne, hatte ich ja anfangs schon erwähnt, erst meine Weihnachts- und also die Festive- und Winterdüfte gezeigt, dann die Frühlingskollektion oder die Frühlingssammlung, die Sommersammlung und jetzt die Herbstsammlung und mir ist aufgefallen, dass einige Kerzen, es sind wirklich nicht viele, es sind, wenn es hochkommt, überhaupt maximal, wenn dann 10, glaube ich, die einfach stehen geblieben sind im Schrank während dieser ganzen Monate oder Jahreszeiten, die einfach in jede Jahreszeit passen und ich jetzt nicht wusste, welche Kerze oder wo ordne ich diese Kerze zu. Zum Beispiel meine Vanilla Cupcake. Ich glaube, ich hatte euch die im Winter Teil gezeigt, weil die für mich einfach, weil ich ja im Dezember Geburtstag habe und die immer an meinem Geburtstag brennen darf, deswegen gehört die für mich in die Winter-Weihnachtssammlung. Aber theoretisch ist ja Vanilla Cupcake ein Ganzjahresduft. Genauso wie zum Beispiel der Brownie Delight von Village Candle oder der Chocolate, wie heißt der? White Chocolate Cupcake oder irgendwie sowas von Goose Creek. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich da auch welche, die einfach in jede Jahreszeit passen und ich sie deswegen nicht ausgewählt habe. In keins der Videos. Das heißt, ich habe noch ein paar Kerzen aus meiner Sammlung hier, die ich bis jetzt nicht mit in diese Jahreszeiten einbinden konnte. Besteht da noch Interesse, dass ich da ein Video mache, so ja, für die übrig gebliebenen Düfte? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Es sind, wie gesagt, nicht viele, vielleicht 10 oder so,
die einfach noch stehen geblieben sind oder ich nicht mehr ganz sicher bin, ob ich die irgendwo mal zugeordnet hatte. Die würde ich euch dann auch noch zeigen, wenn ihr mögt. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.